Hallo, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen hier in meinem Telefon zu einem neuen Spiel. Alien Blackout. Oh, Text. Während des Spiels von Alien Blackout sammeln die Daten von seinen Benutzern um die Alien. Also, vorweg, ich bin nicht das Alien. Was? Das liest sich doch kein Mensch durch. Helpshift, Facebook. Ich akzeptiere. Wer von euch macht das genauso? Es liest sich doch kein Mensch das durch. Akzeptieren. Pixel Dörte, das Alien. So, meine Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem brandneu im Play Store erschienenen Spiel, nämlich Alien Blackout, wie ich gerade schon sagte. Und genau jetzt werdet ihr hier ein paar kurze Infos zum Game erhalten. Und jetzt, meine Damen und Herren, let's play Alien. Oh, wobei, warte mal, wir werden vielleicht erstmal in die Optionen reinschauen. Kundendienst, Newsletter, Datenverbrauch, Datenschutzerklärung, Soundeinstellung, Spieloptionen. Ich möchte Auflösung. Auflösung, warte mal, Google Play Spiele, bei Google Play Spiele mehr anmelden, haben wir X-Achse oder die Energiesparressourcen. Schade. Also, es gibt keinen Modus, um Graphics irgendwie noch ein bisschen höher zu stellen. Da Sounds. Sound ein. Musiklautstärke, Soundeffekte, Dialoge. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, let's play Alien Blackout. Start. Ich bin gespannt. Ja, zwei Striche, okay. Drei Striche. Hier spricht Amanda Ripley. Ich erbitte dringend Evakuierung von der Forschungsstation Mendel. Falls Sie dieses Signal empfangen, seien Sie bitte äußerst vorsichtig. Was für eine Lebensform. Entschuldigung, da ist mir doch der Satz im Halse stecken geblieben. Das Alien ist auf der Raumstation. Ich bin sehr gespannt. Okay. Hallo? Crew 2, Passengers 2. Course interrupted. Ich weiß auch noch gar nicht, was wir tun müssen. Ich mach mal ein bisschen lauter. Welche Kamera ist es? Kontrollraum? Eingang. Also was haben wir dann? Was ist das? Ach so, das sind die ganzen Geräusche. Yes, finally. Hello, this is Amanda Ripley. Can you hear me? I am Executive Director Naoko Yutani. We have... Not so loud. We are all in danger. Das Alien, Leute! Da ist es! Tür zu! Alien ausgesperrt. What the hell was that thing? Didn't you get my transmission? This place is a death trap. There were no transmissions. The station mainframe cleared us to dock for repairs. I'm Studwick, the engineer. And yeah, the shuttle can't go half a day without a fresh set of scrubbers. Saito. I fly the Helden, and I'll fly you out of here if you get those parts. Also, wir hängen hier fest. You got yourself a deal. There's an engineering bay close by. You should find some spares there. I'm opening the door now.
Und wenn das Alien noch dahinter ist? Ach du Scheiße. Es ist was mit komplizierter Karte und mit verschiedenen Kameras. Wie öffne ich denn die Tür? Kann ich auf die Tür klicken? Also, das sind unsere Kameras. Wir wissen... Ach doch, warte mal. So, das ist unsere Kamera. Eingangsbereich. Diese Tür sollen wir... Stadwick, fetch the parts, please. I will stay in the shuttle with Thorncroft. Figures. I'm afraid we're also on the clock here. Thanks to Trigger Happy Security, the grid jetzt sterben die gerade aus? I've wired up some solar panels, but their output is limited. They're only good for 8 minutes before they shut down to charge. Okay, unsere Zeit läuft. What do we do, Ripley? Take a left to that control room. Then bypass the lockdown and get to engineering. Ich weiß noch nicht so genau, was ich machen soll. Bewegungssensoren haben wir. Können wir auf verschiedene Kameras schalten? So, im Kontrollraum ist jemand. Ich weiß tatsächlich nicht, was wir tun sollen. Welche Sperre? It's just me now, and I'm in the ducts, using a maintenance access point. Everyone else is dead. Christ almighty. The pods were launched prematurely. Some may have made it. I don't really know. Got it. Careful now. It's fast. So, what the hell is it? An alien organism. It lives to kill. Können wir die Tür nicht einfach zumachen? A station of this size, devastated by a single entity? Seems unlikely. No matter how ferocious it is. Panic did most of the work, but don't underestimate this thing. I've seen it do worse. Wait, you've seen it somewhere else? Also wir können Türen öffnen und schließen. I'm still having nightmares. Ever hear of Sevastopol Station? Yes, there was an accidental detonation as it was being decommissioned. Accidental, my ass. Wo ist die andere jetzt hin? Da. Die kriegen wir dann hier gleich mit der Kamera. Ich weiß noch nicht, was sie tun soll. Das ist mein Problem. Okay, jetzt sind beide hier. Und laufen zu diesem Punkt hin. Wir lassen das mal so. Let's find those parts and get out of here. Ripley, keep an eye on the cameras. Alle Kameras wahrscheinlich? Okay, dann sollen wir wahrscheinlich jetzt zwischen den Kameras hin und her schauen. Ob wir irgendwo was sehen? Wo seid ihr? Ich sehe euch nicht. Wo sind die zwei Punkte? There's a door right next to the docking lounge. But the others should return to the shuttle first. Got it. Irgendwas passiert. Irgendwas passiert. Ich weiß noch nicht wo. Ja, bitte? Da ist es! Pfad für... Was soll ich denn zeichnen? Hä? Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Ach du Scheiße. Pfad für... Aber ich weiß nicht, wo will sie denn hin? Also wir sollen irgendwie einen Weg zeichnen, vielleicht. Also no running if you can avoid it. Got it. Uns wird bestimmt am Ende die Zeit ausgehen. Ich weiß gerade tatsächlich nicht, was sie tun soll. Aber da sollst du doch eh gar nicht hin. Hä?
Nein! Wo? Wo? Was? Hallo? Du sollst doch nicht rennen, Lady! Was? I think we've misplaced our trust. I can't control that creature. Wo sind sie? Wo hat sie sich denn versteckt? But right now I'm the only bet you have. So keep it together and we'll make it through this. Warum blinkt das? Ach, das Blöde ist, parallel noch da unten die Sätze lesen funktioniert nicht. Ach, soll sie da hinten hin? Deswegen, also wenn ich jetzt ein paar Sachen einfach nicht mitbekomme, dann liegt es daran, dass ich mich eher auf diesen komischen Kartenbildschirm, ich weiß nicht, warum das da jetzt blinkt, auf diesen Kartenbildschirm beschäftige. It's close. Als mit dem Text. Alter, ist das gruselig, Mann! Ich habe ziemlich schlechte Kritiken. Ja, eine Kamera hier wäre noch geil, ne? Du hast so viele tote Winkel. Ich habe ein paar, also nur mal kurz gegoogelt und ziemlich schlechte Kritiken zu diesem Spiel gelesen aufgrund dieses Spielmechanismus. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Wir machen einfach diese Tür jetzt hier auf. Ich weiß auch nicht, ob sie da hinten hin soll. Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Wir machen einfach hier die Kamera an und gucken einfach mal, was dann passiert. Ob das richtig ist? Ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen. Ah, so, warte mal. Stopp, Verstecken, Beeilung. Das können wir auch noch als Anweisungen geben. Sie soll da einfach erstmal rein. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, was wir tun. Thorncroft, shall we then? Yes, Miss Utoni. Und jetzt? Was machen die denn jetzt? Hat sie den da abgeholt? Ich habe keine Ahnung. Was tun sie denn jetzt? Wo wollen sie denn hin? Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll, Leute. The admin hub isn't too far, but I'll need to move to a new access point. I'll let you know once I'm connected again. Before you go, tell me, have you worked here for long? The crew pulled me out of a bad situation and brought me here, actually. But when I came out of hypersleep, most of them were already dead. Did you know what they had cooking here? Are you suggesting Weyland Yutani created that creature? No, but this one was born here, all right. We can talk about it after. For now, let's chatter. Ich habe keine Ahnung. So, Level geschafft. Du und deine neue Crew begeben sich zum Verwaltungshub, um herauszufinden, wo die Filter hingebracht wurden. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, was hier Phase ist. Ja, ja, seid mir da wie gesagt nicht böse. Ich glaube, einige Infos sind mir durch die Lappen gegangen, dem Text da unten, weil ich sehr konzentriert drauf war. Und so gut ist mein Englisch dann auch nicht, damit ich das gleich spontan mit übersetzt bekomme. Ich würde sagen, ich mache schnell eine neue Aufnahme und wir machen weiter mit dem nächsten Level. Nächstes Level. And with the science division since I was 16. Schon rumgucken? I've never seen anything as preposterous as this. Eine andere Karte jetzt. So a scientist then. I didn't get your name. Andrew Thorncroft, yes. Can we proceed? Sure. The information will be on one of the workstations here. With all due respect to your credentials, we still need a crew ID for those. I do know how these places work, Amanda. I have been personally in charge of four now. Right. I'd start by checking any uniforms you can find. So, was sollen wir denn jetzt tun? Da stehen zwei. Ach so, Crewmitglied auswählen. Das heißt, wir müssen. Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, wo wir hinlaufen müssen mit denen. Die Musik, Leute. Also, wo laufen wir denn jetzt hin? Ach so, da sind drei Punkte. Drei, sagte sie, ne? Das hier wird wahrscheinlich unsere Endpunkte sein, wo wir hinlaufen müssen.
Thorncroft. Ich weiß nicht, ob die da dann jetzt zu den Punkten hinlaufen. Weiß ich nicht. Wir gucken einfach erstmal. Also Thorncroft und der zweite ist... Yutani. Yutani. Ich glaube, dieses Spiel wird mir noch sehr zum Verhängnis werden. Und jetzt? Looking for a crew ID. It appears they use this space as a temporary morgue with no cooling. A perfect place to find a crew ID. Monitor the cameras while I search. We need to look elsewhere. Was? Wo? Wo? Don't rennen! Pembroke, like the dog. Now for that workstation. Oh, oh! Ist er jetzt tot? Ach, sie war das! Sie ist tatsächlich tot. Aber dann läuft er doch jetzt auch dahin. Mache ich die Tür zu. War vielleicht unklug? Vielleicht auch nicht. Doch, lass sie zu. Ripley, open this door. Okay. Danach vielleicht zumachen. Ich weiß ja nicht, wo du hinläufst, Kollege. Ach so, da unten musst du hin. Thorncroft, stop. So, erstmal stopp jetzt. Halt, stopp. Vielleicht sollten... Aber wir müssen über die Mitte laufen. Also wir zeichnen ihm jetzt erstmal einen Weg. Was, wo, wo? Ah! Warum bin ich denn jetzt gestorben? Also, ich weiß jetzt nicht, wo das Alien herkam. Ich verstehe die Kritiken ein bisschen. And with the science division since I was 16. I've never seen anything as preposterous as this at any of the labs. So a scientist then. I didn't get your name. Andrew Thorncroft, yes. Can we proceed? Sure. The information will be on one of the workstations here. With all due respect to your credentials, we still need a crew ID for those. I do know how these places work, Amanda. I have been personally in charge of four now. Right. I'd start by checking any uniforms you can find. Thorncroft. Weil da ganz oben hier war ja nix. Also ich glaube, das Gelbe sind letztendlich wir... Und auch wir müssen aufpassen, dass das Alien nicht zu uns kommt. Wir haben immer knapp 8 Minuten, glaube ich, Zeit. Und die verfügbaren Energien heißt, glaube ich, wie oft wir Türen auf- und zumachen können. Okay, vielleicht sehen wir die Kreatur ja irgendwo. Weil wir wissen nicht, von wo sie kommt. Nein! Ah! Hilfe! Ja? Ich sehe gar nichts! Oh, was für ein kompliziertes Spiel! Also ich... Das Alien da oben! Oder? Also uns ist einer schon gestorben? Nein! Mädchen! So, sie soll sich verstecken. Das Ding ist,
Warte, Mädchen, ehe du irgendwas tust. Also sie soll einfach erstmal versteckt bleiben. Das wusste ich nicht, dass wir das auch können. Also sie kann sich verstecken. Hier ist nix. Nein, geh weg, mach die Tür zu. Fuck. Ich überlege gerade, wie ich das verhindern hätte können, dass, ich weiß es nicht. So, also, das war unser erster Einblick zu Alien Blackout. Vielleicht hattet ihr ein bisschen Spaß damit. Ja. Schaltet doch einfach wieder ein, wenn ihr mögt. Bis dahin, tschüss und seid immer etwas dirty.